Hallo Leute, willkommen zurück bei Dual Motors and Engineering. Ich bin der René und in diesem Video wollen wir uns mit was Klassischem befassen. Und zwar haben wir heute zu Gast einen 68er Charger. Und diese alten Autos haben ja eine Menge Emotionen, die haben ja richtig schöne Formen und jedes von denen ist einzigartig, im Gegensatz zu den aktuellen Autos, die alle irgendwo aussehen wie aus dem selben Windkanal. Was die Autos auch nicht haben, ist ja, das passende Handling und auch die Sicherheit, die die Autos mit sich bringen sollten eigentlich. Deswegen ist es zwar schön, mit solchen alten Autos zu fahren, aber man vermisst dann beim Fahren doch schon die entsprechende Straßenlage und vor allen Dingen auch die Bremsperformance. Und all das haben wir in das gute Stück eingebaut und haben das geändert und haben es besser gemacht. Und das wollte ich euch heute mal vorstellen. Und da wir es am besten sehen können, wenn das Auto oben ist, heben wir den guten mal. So, fahrwerkstechnisch haben wir uns bei Hotchkiss bedient. Man sieht hier schöne dicke Stabilisatoren, Drehstabfedern. Das ist alles auf einem guten Niveau und bringt dem alten Fahrzeug ein Handling ein, was schon fast Neuzeit, in die Neuzeit passt. Das ist auch viel einstellbar. Man hat hier doppelte Gewinde dran, wo man die Länge von den ganzen Lenkern einstellen kann. Und so eine doppelte Querlenkeraufhängung ist eigentlich was, was man mittlerweile ja schon fast bei neuen Fahrzeugen vermisst, weil da wieder mehr eingespart wird und einfach mehr Richtung McPherson gegangen wird. Aber selbst dieses alte Auto hat hier eine Dreiecksquerlenkerachse. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Was aber von uns stammt, ist die Bremse. Weil normalerweise kommt so ein Auto mit einer Trommelbremse vorne und hinten daher. An der Hinterachse mag man ja über Trommelbremsen gar nicht so traurig sein müssen, weil wenn so ein Auto bremst, drückt er vorne mehr auf den Asphalt, als es eh schon tut, weil vorne ist der Motor, der das Ganze, der hat viel Gewicht vorn, relativ wenig Gewicht hinten. Und wenn man in die Bremse reingeht, dann liftet es das Heck an und drückt die Fahrzeugfront nach unten, sodass man ja eigentlich 80% der Gesamtleistung von der Bremse auf der Vorderachse braucht und nur so 20-30% auf der Hinterachse. Also könnte man ja die Hinterachse als Trommel lassen. Man kann natürlich auch eine Scheibenbremse hinten konstruieren. Aber an der Vorderachse bietet es sich definitiv an, eine Scheibenbremse einzubauen. Also haben wir uns bei den Achsschenkeln von den, vom Modell aus den 70er Jahren bedient und haben quasi somit die Möglichkeit geschaffen, einen Bremssattel anzuschrauben, weil der Achsschenkel mit der Trommelbremse hat das gar nicht. Und haben dann eine Scheibenbremse gebaut, die dieses Autos auch würdig ist. Der Bremssattel, den wir hierfür benutzen, ist ein 6-Kolben-Bremssattel. Der ist aus Schmiedealuminium, richtig schön steif. Wenn man also auf die Bremse tritt, hat man ein sehr, sehr gutes Pedalgefühl, weil der Bremssattel sich durch das Bremsen nicht aufspreizt. Weil würde er sich aufspreizen, dann wäre das Bremspedal matschig. Man hat also hier einen guten Druckpunkt und kriegt mit dem Pedaldruck den Bremssattel nicht dazu, sich aufzuspreizen. Somit hat man auch einen schönen harten Druckpunkt. Man kriegt Stahlflexleitungen mitgeliefert, um auch hier das Aufpumpen der Leitungen zu reduzieren oder zu eliminieren. Und der Bremssattel selbst hat insgesamt 6 Kolben, die verschieden groß sind. Differential Bore nennt man sowas. Damit hier, da wo die Bremsscheibe einläuft in den Bremssattel, die Beläge, die ja eigentlich an der Vorderseite immer mehr verschleißen als an der Hinterseite, die werden halt hier vorne mehr abgeraspelt als hinten, damit das eliminiert wird, hat der erste Kolben einen kleineren Durchmesser, der letzte Kolben hat einen größeren Durchmesser und somit werden die Beläge hinten mehr rangedrückt als vorn und man hat einen symmetrischen Belagverschleiß dadurch. Der Bremssattel hat einen Bremssattelhalter, der diesen radial verschraubten Bremssattel, man kann ihn sogar durch die radiale Verschraubung auf verschiedene Bremsscheibengrößen hin adaptieren und hier einfach Distanzscheiben zwischenpacken und mit demselben Sattel verschiedene Scheiben fahren. Daher kommt die radiale Verschraubung und der Bremssattelhalter bringt diesen radial verschraubten Bremssattel auf die axial verschraubte Achse. Die Bremsscheibe dazu haben wir mehrteilig ausgeführt. Ich hefte den hier mal fest. Die Bremsscheibe haben wir mehrteilig ausgeführt und die besteht aus einem schwimmend gelagerten Aluminiumtopf,
auf einem Stahlreibring. Die Reibringe haben wir in verschiedenen Größen, in verschiedenen Ausführungen. Wir haben die geschlitzt, wir haben sie gelocht, wir können sie auch blank, also glatt machen, für eine möglichst dezente Optik, weil schon am Bremssattel haben wir einfach nur eine dezente schwarze Farbe gewählt, haben da das Logo weggelassen, damit das alles historisch wertvoll bleibt und die Haarzulassung von unserem Auto nicht in Gefahr ist. Bremsscheiben, also Scheibenbremssysteme gab es ja schon in dem Zeitraum um die Erstzulassung des Fahrzeugs rundherum. Also ist eine Umrüstung auf eine Scheibe was ja die Haarzulassung nicht gefährden sollte, weil es quasi in das historische Bild auch reinpasst. Aber wir haben natürlich keine Scheibenbremse verbaut, die einfach nur ja, von damals ist und entsprechend nicht die Performance bietet, sondern wir haben eine Scheibenbremse verbaut, wenn wir schon umrüsten, die auch ordentlich was hermacht. Diese Zweiteiligkeit der Bremsscheibe hat den Grund, dass man zum einen das große Gewicht, wenn es alles aus Stahl wäre, ein bisschen senkt, weil man halt hier mit Leichtmetall an der Stelle arbeitet, wo nicht gebremst wird. Und man kann auch später mal, wenn man Verschleißteile wechseln will, wechselt man nur die halbe Bremsscheibe. Also den Reibring und den Topf, den behält man. Der verschleißt ja nicht, warum sollte man ihn also wechseln? Der Topf und die Scheibe zueinander sind nicht fest miteinander verschraubt, sondern die sitzen hier auf so Nuten und alle Nuten zeigen zum Mittelpunkt hin. Das hat den Vorteil, dass beim Bremsen, wenn hier Wärme eingetragen wird in den Reibring und sich dieses äußere Teil erhitzt und der Topf in der Mitte, der ja an Felge und Achse anliegt, eigentlich kühl bleibt, dass sich das Außenteil ausdehnen kann. Und wenn er sich ausdehnt und es wäre aber fest verschraubt, dann versucht er seinen größeren Umfang, den er dadurch bekommt, abzubauen, indem er Wellen schlägt. Und das merkt man dann bei Bremsscheiben, wenn das Lenkrad dann so rubbeln anfängt bei starken Bremsungen, was hier komplett vermieden wird. Denn durch die schwimmende Lagerung und die Nuten, die alle zum Zentrum hinzeigen, kann sich der Reibring im Durchmesser ausdehnen und dann fahren die Nuten, dann fahren die Verschraubungen einfach hier raus und rutschen wieder rein. Und somit können sich beide Teile nur im Durchmesser zueinander verändern, aber in keine andere Himmelsrichtung. Und diese schwimmende Lagerung macht quasi ein fading-freies Bremsen und ja, verhindert auch, dass sich irgendwelche Spannungen in der Bremsscheibe bilden. Somit hat man ja, eine sehr gute Performance an der Bremse und eine hohe Lebensdauer, weil sich dadurch keine Spannungsrisse bilden können. Aussuchen könnt ihr euch, wie gesagt, gelocht, geschlitzt, glatt, wie auch immer. Wir können sogar spezielle Muster in die Bremsscheibe reinfräsen, falls das nötig sein sollte. Aber bei den Autos geht es eigentlich mehr darum, dass die Autos historisch wertvoll ausschauen sollen. Also denke ich mal, werden die wenigsten auf so eine Spielereien zurückgreifen. Aber wir könnten. Die Bremsscheibe, ich baue sie mal dran, wird einfach nur auf die neue Radnarbe aufgesteckt. Es gibt ja eigentlich bei den Autos keine Radnarben einzeln, also mussten wir die Radnarben erstmal herstellen, weil eigentlich ist die Bremsscheibe an der Radnarbe als einteiliges Teil mit angegossen. Die hatten damals noch keine einzelnen Radnarben, wo die Bremsscheiben aufgesteckt wurden, also liefern wir auch neue Radnarben mit und ich muss jetzt hier mal das versuchen drauf zu stecken. So. Der rutscht einfach drauf. Der Bremssattel wird dann mit zwei Schrauben befestigt. Die Bremsbeläge kann man auch nach oben rausnehmen. Aber bei der Erstmontage bietet es sich an, das von unten reinzustecken. Später mal schraubt man einfach hier oben die Brücke oben ab, hat ja 1, 2, 3, 4 Schrauben, Brücke ab, Belag raus, neuen Belag rein, das Spannblech wieder drauf und schon geht's weiter. Für diejenigen, die das vielleicht für Oldtimer-Rennen einsetzen wollen, das Auto geht dann auch der Belagwechsel ziemlich schnell. Wenn man jetzt beim Ersteinbau die Bremse entlüften muss, kleinen Tipp noch, entlüftet man immer zuerst die inneren Kolben. Man hat ja zwei Entlüfternippel dran, nicht nur außen ein wie an einem normalen Bremssattel, sondern hat zwei. Einer ist hier für die inneren drei Kolben, dann ist hier unten eine Überströmleitung, wo die Bremsflüssigkeit überströmt in die äußeren drei Kolben rein. Und damit man die äußeren drei Kolben sauber entlüftet bekommt, ist es ja erstmal wichtig, dass die Bremsflüssigkeit innen drin auf der Innenseite des Bremssattels komplett blasenfrei ist. Also pumpt man erstmal so lange, bis hier an dem inneren Bremsnippel keine Luftblasen mehr kommen. Danach widmet man sich der äußeren Seite des Bremssattels und wenn das ja außen auch blasenfrei kommt,
dann prüft man zur Sicherheit nochmal innen nach, nochmal außen nach und dann ist man durch. Aber man braucht nicht versuchen, hier außen blasenfrei zu entlüften, wenn man die Innenseite noch nicht frei von Luft hat. Also macht immer erst innen und dann außen. So, wir schrauben die Bremse jetzt wieder fest, stellen das gute Stück zurück auf die Räder und ja, dann freue ich mich, wenn ihr Gefallen dran gefunden habt an der Sache. Und falls ihr ein historisches Fahrzeug habt, wo ihr vielleicht statt Trommelbremsen über Scheibenbremsen fahren wollt und ihr genau den habt, dann ruft uns an oder schreibt uns eine Mail.